Sie sehen hier den Demonstrator für Ethernet im Feld der Prozessautomation von Peperl und Fuchs. Wir zeigen damit die direkte Anbindung von Feldgeräten an das Ethernet. Mehrere Firmen entwickeln dazu gemeinsam den neuen Advanced Physical Layer, kurz APL, der in der IEEE genormt wird. Ein Switch verbindet Standard Ethernet mit APL und versorgt die angeschlossenen Feldgeräte über bis zu 1000 Meter Zweidrahtleitung mit Strom. An den Field Switch werden im X-Bereich eigensichere Feldgeräte über bis zu 200 Meter Zweidrahtleitung angeschlossen. APL ist transparent für alle Ethernet-Protokolle wie zum Beispiel Profinet, Ethernet-IP oder IT-Protokolle. Das Besondere an APL ist: Die direkte Ethernet-Anbindung von Feldgeräten im X-Bereich ist mit 10 Megabit pro Sekunde fast 10.000 Mal schneller als Hard. So können Geräte zusätzliche Funktionen anbieten, zum Beispiel das Handbuch zum Download aus dem Gerät oder den einfachen Zugriff über Webbrowser. Durch die Verwendung von Standard-Feldbuskabeln ist die Migration einfach. Der Switch in unserem Demonstrator unterstützt sowohl APL-Geräte als auch konventionelle Feldbusgeräte. APL ermöglicht eine nahtlose Integration von Feldgeräten. Netzwerkübergänge und Gateways werden nicht mehr benötigt. Das führt zu einer deutlichen Reduzierung der Investitions- und Betriebskosten. Erst durch APL wird eine flächendeckende Nutzung von Industrie 4.0 Anwendungen wirtschaftlich sinnvoll. Mein Name ist Michael Kessler. Ich leite das Geschäftsfeld Komponenten und Technologie im Geschäftsbereich Prozessautomation bei Peperl und Fuchs.